Heute reden wir ein bisschen über die neue Version von JDA und wie ihr von euer Alten auf die neue updaten könnt. Viel Spaß! Bevor das Video beginnt, wollte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass wir einen super coolen Discord haben, bei dem sich alles rund ums Gaming dreht. Dort findet ihr immer coole Mitspieler für eure Games. Außerdem veranstalten wir regelmäßig Events, bei denen ihr sogar echtes Geld gewinnen könnt. Jetzt viel Spaß mit dem Video! Wir sind also hier wieder in unserem Discord-Tutorial-Bot in Eclipse drin. Und wir gehen hier jetzt auf die POM-XML. Da haben wir ganz am Anfang unsere Version hier eingetragen. Damals war es, glaube ich, die 4.alpha.0-79, beziehungsweise die dann zu eurem Zeitpunkt die neueste war. Wir gehen also wieder auf die Seite, die ich euch verlinkt habe, unten zur JDA. Und sehen, okay, es ist eine deutlich neuere Version hier. Klicken einfach auf Download. Dann kommen wir hier schon hin. Und sehen, okay, es ist jetzt schon die 105 draußen. Das kopieren wir einfach und fügen es bei uns hier in Eclipse ein, beziehungsweise ersetzen es. Speichern einmal, dann dauert das unten ein bisschen, dann sieht man hier schon, nein, jetzt sieht man nicht Steam, dass er die Workspace neu bildet. Und jetzt sind da Fehler, weil einige Methoden sich verändert haben. Gucken wir zum Beispiel rein. Bam, Guild Control gibt es nicht mehr. Können wir einmal entfernen. Das müssen wir dann alles anders lösen. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt hier an, dass wir ein bisschen runtergehen. Da haben wir den Guild Controller benutzt. Bei den Time Ranks, wo man die Rolle dem User wieder entfernt, schmeißen wir den Controller raus. Ups. Und das ist jetzt deutlich einfacher geworden, denn jetzt tun wir einfach statt Controller da Guild hinschreiben und remove role from member. Genau. Jetzt ist einfach nur noch also ist die Methode remove role oder add role und sowas direkt in der Guild mit drin und nicht in dem Guild Controller. Also eigentlich alle Funktionen vom Guild Controller sind jetzt im Guild mit drin, soweit ich das verstanden habe. So, dann gehen wir mal ein bisschen hoch. Da haben wir einen Voice Listener Fehler. Auch wieder Guild Controller. Guild. Ach, die haben wir gar nicht definiert. Dann machen wir da vc.getGuild. Move Voice Member. Ist wieder auch da drin. Müssen wir den Import noch rauslöschen, sonst gibt der einen Fehler, weil es den ja nicht mehr gibt. Und weiter. Reaction Listener. Auch wieder dasselbe, der Guild Controller. Machen wir mal zu. Guild. Nur noch add role to member statt add roles und den Import wieder raus. Da sieht man, es ist eigentlich gar nicht so viel. Hier unten nochmal dasselbe mit remove wieder. Es hat sich gar nicht so viel geändert. Ist eigentlich hauptsächlich, ja, dass der Guild Controller rausgeflogen ist und dass jetzt alles in Guild ist. Genau. Viel mehr ist auch gar nicht so passiert. Aber ihr wolltet unbedingt ein Video dazu, dass ihr mal seht, wie geupdatet wird, wie sowas dann aussehen kann. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich es halt. Sonst muss ich hier jedem einzelnen beantworten. Das wäre auch doof. Da Create Category ist auch in Guild jetzt drin. Import raus. Und da haben wir es auch schon. Der Bot. Können wir jetzt starten. Also erstmal immer speichern mit STRG S am besten. Oder hier des Rechtes für Save All. STRG SHIFT S. Damit ihr auch ja alles immer gespeichert habt. Starten wir einmal. Kommt schon mal kein Fehler. Gehen wir auf den Test-Discord. Bot ist online. Test. Funktioniert auch alles. Genau. Ja. Dann war es das jetzt auch schon wieder mit diesem
deutlich kürzeren Video als sonst. Leider habe ich auch gar nicht so wirklich die Zeit, diese Woche ein größeres zu drehen. Weil ich gerade immer ein bisschen hin und her habe. Die, die mich privat kennen, wissen das alles. Ja. Ich hoffe, ich krieg's hin, irgendwie die nächsten 2 Wochen dann ein paar bessere Videos wieder hinzukriegen, ein paar größere. Kann ich aber leider derzeit gar nichts versprechen. Wie gesagt, ich ziehe gerade um, das ist immer hin und her. Ein bisschen schwer und kompliziert und dann sind mal die Dateien auf einem anderen Rechner als da. Ja. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Und ansonsten könnt ihr auch gerne den Discords joinen, die ich unten rein habe. Zum einen den Blue Discord, den Treffpunkt Discord da, wo auch immer vor den Videos die Werbung dazu kommt. Und auch ein unten drunter müsste der offizielle Test-Discord hier sein, wo wir hier mal testen. Da werde ich auch immer Fragen beantworten, wenn ihr welche habt. Jo, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschö.